Keine Angst, ich habe ja Gesundung. Ja, aber für ihn. Das brauche ich. Oh! In Schildhand geführt. So, jetzt nehme ich auch mal die Quests an, verdammt. Ja, wie gesagt. Aber hier kämpfen wir noch nicht gegen Vanessa. Oh? Nein. Das ist erst ab Stufe 85. Im heroischen Modus. Jo. Bergbau. Ja, hier lohnt sich Bergbau. Ich will gerade die ganze Zeit, wie ich schreiben soll. Hey, ihr seid übrigens gerade in LP. Oh, das sind Mobs. Das wäre dir zu peinlich, stimmt. Oh Mann. Ich schau mal, ob es da eine Gilde gibt, Let's Player. Wirklich? Ja, wirklich. Ich muss gerade mal. Wollen wir uns dann eigentlich eine Gilde suchen oder machen wir eine? Suchen. Ich meine, es wird sich jetzt schon mehr lohnen, wenn ein paar Zuschauer sich melden würden, um in die Gilde zu kommen. Dann würden wir halt so eine. Falls es Zuschauer gibt. Dann würden wir halt so eine Zuschauergilde sozusagen machen, eine Abonnentengilde. Sowas. Toll, Massengilde. Obwohl bei dir nicht. Ja, das ist der erste Boss. Also das da hier muss man schon mehr machen als beim Feuerschlund. Da gibt es schon eine Taktik, glaube ich. Den haben wir auch beim Questen gesehen. Ja, den haben wir auch beim Questen gesehen. Und er zeigt uns jetzt Arkane Macht. Ich finde so geil, okay. Immer wenn er schreit. Frostmeister. Nee. Weißt du, wenn er so. Macht er das hier überhaupt? Look bereit. Ach ja. Ja, Arkane Macht. So, normalerweise wäre jetzt noch so ein Strahl, der hier bis. Ja, ich meine ja, wir sind nicht HC. Ja, das kann scheiß das. Macht. Fette Explosion. Wo ist. Ich dachte gerade, du bist der Aschehaufen. Du auch. Yay, Stoff. Ich mach mal die Gildensuche an. Kann man da nicht nach Namen suchen? Hm. Schade. Wenn man die Äffchen befreit, kämpfen sie für uns. Na klar, Sinn. Wieso bekomme ich Schaden, verdammte Kacke? Weil der eine so einen komischen Stabal auf dich gefeuert hat. Äffchen befreien! Ja, ich hab's. Questen, Dungeon, bla bla, alles, Rollenspiel. Ich suche einfach mal in. Minenhase. Im Red Browser danach. Ja, Minenhase. Die sind so asozial. Ja, die Goblins. Ich sag nur Goblins. Goblins sind cool. Die mit ihren Minenhasen. Ja, die sind nicht cool, aber Goblins allgemein sind die cool. Wo sonst kann man Feinde mit Brennstäben abschießen? Brennstäben. Du meinst jetzt die Uran-Brennstäbe oder was? Ja. Solche Brennstäbe. Oh mein Gott. Oh, ich sehe nichts. Verschwommen. Und das machen die blöden Häschen. Die knallen uns ab mit ihren Törtchen. Hey, cool, ich bin Stufe 17. Geht's halt. Thank you. So, diese zwei Viecher hasse ich im Hero Mode. Die machen irgendwie so viel Damage. Ich hasse Vanessa im Hero Mode. Sie ist hier ganz nett. Also ich finde die Instance ziemlich geil. Ich finde den Feinschnitt. Ich finde die Stimme vom Feinschnitt geil. Overdrive. Was soll's? Oh, was für dich? Wow. Minus 3 Intelligenz, plus 3 Willenskraft. Was soll's? Du bist Heiler, brauchst du nicht, bitte. Ja, und Int. Wenn ich jetzt nur. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ja, es während deines Kampfes nicht möglich. So, schnell anlegen. So, jetzt ist da hinten schon der Trampel und. Wie hieß der an? Helix. Genau, Helix. Genau.
Das, den haben wir auch schon beim Questen gesehen. Und auch bei der... beim Angriff auf die Speerkuppe. Da haben wir nochmal alle gesehen am Schluss. Also Bosse. Bis auf den Feinschnitter. Der ist random dazugekommen. Naja, der gibt dir die Minen ab. Ach ja, die Minen. Ups. Vielleicht sollte der Hexer nicht enden. Habe ganz vergessen, dass man bei denen auch schon eine Taktik braucht. Also, eine Taktik. Man muss halt mitmachen. Aua, das Ad will mich. Ha! Nicht sterben. Wer wäre fast gestorben? Ich! Ich hab ein Ad am Hals! Ich bin sie. Ich hab kein Mana mehr. Pech. Das sieht man mal, wie man auf den Heal aufpasst, ey. Hey, ich bin hier nicht der Tank. Okay, jetzt sollte ich meine Kombo-Punkte aufbauen für Gesundung. Ah, es geht schon wieder. Ich habe zwar nur noch 7% Mana, aber... ah, es... auf meine... normalerweise setze ich immer auf die Rübe des Heilers. Vorher war es auf meiner. Das setzt sich nämlich immer auf irgendeinen Schädel. Und oh mein Gott, Bom. So, und ich... und ich sauf jetzt erstmal was. Wie, die Bombe unterbricht mich jetzt. Danke. Hallo, Heiler? Und so, Mana tanken? Ignoriert's den Heiler einfach. Und ich bin Level Up. Ich wünschte, ich wäre jetzt Level Up, dann hätte ich meinen Mana wieder. Oh, Tigabe. Ja, das ist eindeutig ein Tank, der einfach nur durchrushen will. Egal. Er kann sich ja selbst heilen. Es ist Krieger. Eben. Naja. Wenn er klug ist und die Todesstöße macht, dann heilt er sich selbst. Ja, wenn er die Todesstöße macht. Also sollte wenn... das Tank nicht schwer fallen. Nein, wenn er den letzten Hit macht. Das ist, naja. Ich hab fast nie Siegesrausch. Zumindest nicht den Non, also mit unseren Borgen, die wir gemacht haben. Okay, das war jetzt Angel Looting von mir. Na, genau genommen ist eigentlich Angel Looting, wenn man auf... ja, wenn man jetzt als Stoffi als auf Platten-Items Bedarf macht. Das gilt wahrscheinlich sowas von das Falsche, hier gerade bei mir. Alter. Ja, wie ich einfach nicht zum Rücken komme. Oder gekommen bin vorher. Was willst du am Rücken? Ich bin ein Schurke. Ich muss von hinten kommen. Ah. Aha. Hier rennen ein paar Goblins weg. Weil die Maschinen die Macht ergreifen. Da unten sehen wir schon den Boss. Skynet ist hier. Oh mein Gott. Das Internet überwältigt uns. Ich hab eine G. Wir nehmen einfach das Internet und schieben es woanders hin. Oder so wie in South Park. Wir stecken es einfach ein und aus. Beobachte diesen Debuff? Nein, beobachten. Den. Nein, ich bin hier. Boah. Wie ich einfach in die Maschine einsteig. Wieso? Mit der kann man Schaden machen. Ja, aber wieso als Heal? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich habe mir gedacht, oh, ich bin ja Heal, verdammt. Dann bin ich wieder ausgestiegen. 85er muss man sogar in die Maschinen einsteigen. Ja, das kommt da. Das ist aber was ganz anderes. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja, weil da die Ads kommen. Ja. Welche Flammendinger. Ja, wir werden alles noch irgendwann einmal sehen. Vielleicht erst in 200 Folgen, aber wir werden es sehen. Vielleicht auch in 600 Folgen. Ja, das schätze ich eher. Naja, ja, wir haben ja keinen Account hier. Ja. Aber ich habe hier immerhin stabile 60 FPS. Ja. Da ruckelt nichts. Das ist stabil 60, da ändert sich auch nichts. Jetzt klappern, lass mich den Feinschnitt der 5000 hören. Hm.
Ja, das war der Veranstaltung. Oh, bad rhyme. Ah! Ah! Er hat's auf mich angesehen. Dass das ich auch ah! so mies fand. Was? Jedes Mal kennst du ja gegen Königin Ashara, oder? Yep. Jedes Mal war ich die Marionette. Hat sie was gegen mich? Jupp. Ernte Tryon, geh weg. Geh weg. Böse. Das macht sehr viel Damage in Hero. Das one-hitted fast. Oh, ja, ja, ja. Ja. Männer, Männer, Männer. Soll ich den backrollen? Männer, 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 Männer. Meiner. Ja, meiner. Ja, jetzt haben wir einen Glutsteinstab. Der sowieso nur auf unseren Rücken kleben wird. Jetzt ist es so schwindelig von so oft Glut. Meiner, Meiner, Meiner sagen. Boah. Seit wann machen die das? Das habe ich ja komplett vergessen. Hast du vergessen? Da muss man die Ads draußen halten und sich selber reinstellen. Wirklich? Obwohl. Ja, man verursacht der Schaden um 25%, erhöht man. Wenn man da drin steht. So, ich hab gedacht, wir können schauen. Nö. Aber wenn die Ads da drin stehen, ist ein bisschen schlecht. Wieso ist das dann so wie beim Vortex-Gipfel? Ja, der eine Caster macht's gescheit, der stellt sich in die Kugel rein, der andere mit Account Gear nicht. Tja. Und ich kann's nicht, weil ich Melee bin. Da hinten ist eine große ramponierte Truhe, die ich jetzt mal plündern werde. Oh. Da ist ja noch einer. Schattenwächter der Defi. Oh. Ich, soll ich den herziehen? Was soll's? Ist mir doch egal. Euer die Sicht auf euer Ziel ist behindert. Behindert. Die Sicht ist voll behindert, Mann. Ich will die Kiste da hinten haben, Mann. Alter, Damage pur. Ich habe Akku. Zieht sie raus, Mann. Das sind Caster. Zieht sie raus, Mann. Du kannst unterbrechen, schon vergessen. Nein, so, ich meine, deswegen wollten die nicht rausgehen. Jetzt werden wir mit Kanonenkugeln beschossen. Ah ja. Dafür sind die fetten Kanonen. Nein, ich meine die ganz vorne, die könnten uns mit denen nicht. Ich weiß. Boah, das war gerade knapp. Puh. Weißt du, ich bin genau. Mich hat sogar eine getroffen, unabsichtlich. Ja, aber du bist nicht runtergefallen. Ich bin am Rand. genau am Rand. Ein Zentimeter weiter und ich wäre unten gewesen. Ich habe sogar einmal geschafft, runterzufallen. So, hier gibt es jetzt SW-Musik. Wie die komplette Gruppe. Ja, ich mach die schöne Musik zur Neige. Zur. Keine Ahnung was. Zur Neige. Klingt sehr. Ne. Vergesst, was ich gesagt habe. Ignoriert's einfach. Bitte. Setz dich in die Kanone, Mann. Mit dem machst du viel mehr Schaden. Ich will aber nicht in die Kanone. Ich bin schon. Dann mach ich es. Ich kann's. Ich mach Damage. Wieso bin ich infalt? Ich mag die Kanonen. Und wer hat den meisten DPS? Puh, keine Ahnung. Wieso? Weil ich gerade in der Kanone war. Ich hab Recount nicht an. Ach ja, da unten ist so übrigens der alte Schnabeli. Den gab's schon früher. Aber den ignoriert ja jeder. Also ich muss sagen, wir haben ja auch Instanzen gemacht und ruhigen Heiler, die da dabei waren, waren ein bisschen schlechter als ich gerade. Kann man nicht anders sagen, oder? Ich war ja nicht Tank. Ich meine ja nur. Ich war Tank. Aber. Und du bist verreckt. Ja, wegen dem Heal. Ja, man, das auf den Heal schieben. Ja.
der Heal hatte keinen Mana mehr. Der wohl. Das hat sie gemacht. Keinen Mana mehr. Ich war Warrior, du Arsch. Nein, ich meine jetzt. Ja, aber. Wir waren jetzt Burg Schattenfang. Endboss, ich weiß gerade gar nicht, wer wieder hier ist. Godfrey. Godfrey, genau. Ich mag ihn nicht. Er hat Sylvanas getötet. Auf jeden Fall. Halt's Maul! Auf jeden Fall, er hatte keinen Mana mehr, der Priester Heal. Da dachte ich mir, ich gehe jetzt rauf zu dem, um. Hat er gedacht, Grimly sitzt da drin? Ich glaub schon. Ja, danke! Was ist? das schaffst du schon. Ach ja, der verschwindet ja die ganze Zeit. Ja, deswegen hasse ich ihn. Auf jeden Fall, ich wollte raufgehen zu ihm, also zum Heiler und ihm Mana-Tränke geben. Aber er denkt sich, komm, pullen wir den Boss. Und wir haben dann letztendlich dran glauben müssen. Richtig, der Tank. Aber nur der Tank. Ich habe überlebt. Jeder hat überlebt. Piss auf. Ja, und er vernebelt. Er vernebelt mir gerade die Sicht. Ja, und hier drin habe ich nur noch 40 FPS, oh mein Gott. Au. Na, ich lass die anderen mal ein bisschen kämpfen. Na, er taucht wieder auf. Ich wäre schon lang wieder da. Was ist das für eine Verzögerung? Nee, ich hab meine Haarfarbe vor meiner. Fail, ich sauf mal was. Jetzt sterben mal. Ja, ich auch. Ich hab Gesundung. Falls sich Jungs wer fragt, wie ich das jetzt mache, ich klicke einfach nur da und dann wird auf einmal der Zauber gewirkt. Es liegt an der WoW-Maus, die ich habe. Ja, wir werden's. Kein Session. Und auf jeden Fall kommt jetzt schon Krümel? Ja. Ach ja, da ist er ja. Ach, ich finde den da so ist er cool. Der Endboss. Ich finde ihn auch genial. Den gab's früher. Ja, Früher war er ja ein geheimer Boss. Der wirft seinen Hut jetzt so geil. Der wirft jetzt mit Essen um sich. Und wir müssen eben schauen, dass wir nur das gute Essen einsammeln nehmen. Und das schlechte macht Flächenschaden. Ach, jetzt ist noch mal das gute und das schlechte. Das leuchtende. Das hier ist mein Plan. Da steht der Steak, verdorbenes Steak. Das erhöht dann das Zaubertempo. Toll, das mach ich ja. Und, warte, Nahkampf- und Distanzangriffstempo. Ach, das auch, wenn ich jetzt Shadow Step einsetze. Und man muss ab und zu auch mal schlechtes Essen essen und dann wieder ein gutes. Nahkampf, Distanzangriffstempo und Zaubertempo um 30% erhöht. Also in Hero muss man ab und zu mal schlechtes Essen essen und danach wieder gutes, damit es hier nicht immer alles voll wird mit seinem schlechten Essen. Sonst kann man irgendwann nicht mehr hier stehen. Ausdauer, Int und Wille. Hättest du gebraucht, oder? Ja. Okay, was hab ich? Ich habe Beweglichkeit und Ausdauer. Okay. Ach, ah ja, hier, immer wenn man halt jetzt eine, das jetzt zufällig auswählt, also kommt die, man halt die hier Ranzen voller hilfreicher Waren, wo immer random irgendwelche Sachen drin sind, die man brauchen könnte. Grimmels Fleischklopfer. Also, doch nee, was soll. Ich muss aufs Klo. Egal. Ja, die verlassen die ein paar die Gruppe. Piss einfach in die Flasche, die unter deinem Tisch ist. Nicht ein Krümel übrig und der Boss heißt Krümel, versteht ihr den? Toll. Na! Mein Gesicht ist gerade eingefroren. Schockstarre. Kurz kannst du auch gehen, hä? Tank geht kurz aufs Klo. Du kannst auch kurz aufs Klo gehen. Auch bei mir. Jeder geht jetzt aufs Klo. Gleich. Oh mein Gott, Masten. Ja, jetzt sind alle aufs Klo gegangen. Ja.
Jetzt warten wir hier. Und das ist sehr aufregend, auf ein paar Gruppenmitglieder zu warten. Ja, sehr aufregend. Jo, sorry, dass ich gerade nichts geredet habe. Muss ich erst daran gewöhnen, dass ich im WoW auch aufnehme. Das ist ein bisschen komisch, wenn der Freddy nicht da ist. Dann rede ich nämlich nicht die ganze Zeit, sondern werde automatisch stumm irgendwie. Ja, mein Problem und so. Und mein Inventar wird schon wieder voll, Mann. Oh, schlecht. Schlecht, schlecht. Oh. Das wird jetzt wohl noch dauern. Ja, er braucht natürlich am längsten. Boah.